Von wo? Von wo? Von wo? Okay, okay, okay. Hier rein. Hier war nämlich das Licht angewiesen. Türe zu und Laterne aus und... Wir warten jetzt nur noch aufs Essen. Und auf unseren Gast Nummer 2. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Amnesia. The Dark Descent, die 93 Stufe. Wir sind jetzt kurz vor den Gebieten, Leveln des Gefängnisses. Und als ich hier geladen habe, ich hatte zwischendrin eine Pause gehabt, habe ich einen Todesschrei gehört. Aber gibt es überhaupt noch Lebende? Und was waren das jetzt für Schritte, die ich gehört habe? Gut, im Gefängnis habe ich 3 Tagebucheinträge. Sind überall verstreut. Oh Mann, Hilfe. Oh, die Blütenblätter. Ich weiß ja schon die wahre Bedeutung der Blütenblätter. Ein bisschen Sorge habe ich, weil im Lagerraum habe ich einiges an Öl aufgebaut. Ich habe kein Öl fast mehr. Ich hatte nur Glück gehabt, dass ich im Maschinenraum einen ganzen... Dass ich da einen ganzen Spender gefunden habe, einen Ölspender und deshalb eine volle Ladung habe. Und ich habe ja, ich glaube... Ich würde sogar behaupten, ich kann nicht mit Gewissheit sagen, dass ich die ganzen Sunderbüchsen gefunden habe, weshalb ich ja nie wirklich einen dunklen Moment hatte. Zack. Ja. Zack. Moment. Das ist die Sache. Diesen Brocken. Bam. Kann ich ganz schön weit hieven. Aber das Fleischteil, diesen Oberkörper, das konnte ich kaum werfen. Oh, Mann. Le Cucaracha, Le Cucaracha. Ich habe gewusst, warum mir dieser Ort nicht so gut gefällt. Ich habe es gewusst. Ja, ich tue mich an. Ich mache hier mit. Arealzellen 3, Zellenbereich 1. Da ist nicht mal eine. Nicht mal eine Fackel. Weil das ist die Sache, halt diese ganzen... Diese ganzen Gänge. Und man weiß nicht, ob da jetzt ein Monster kommt oder nicht. Ah, Ich habe Tundebüchse. Ich habe Kakerlaken auf meinem Auge. Ratten. Tundebüchse. Okay, ist hier was zu finden? Moment, ich brauche nochmal meine Infos. Wo war es gewesen? In der Küche. Das ist ja klar. Da muss ich so oder so hin. Rechte Zelle zum Lager. Und am Ende des Korridors nach links gehen, wo es heißt Areal 4. Okay. Und guckt, ich habe das nur ein bisschen angehabt und es verbraucht so viel Öl. So enge Gänge, da wird man doch klaustrophobisch, hallo. Ich mache hier mal überall Lichter an, wo ich hingehen würde. Ist das dunkel? Ist da viel Blut? Hä? Okay, stimmt. Ich muss irgendwo eine Wand einschlagen. Dafür der Hammer. Hör auf zu winseln. So viel Blut. Da passiert doch... Waren die Effekte damals auch schon so? Ansonsten kann ich mich nicht dran erinnern, aber das ist extrem okay. Da war was gewesen. Es war nicht nur eine Einbildung. Aber beruhigen wir uns jetzt erstmal. Bin ich unter Wasser oder was? Alles so verschwommen. Schau auf die Kerze. Das ist meine Kerze, meine Wärme, mein Schatz. Okay, ich glaube, ich habe mich wieder beruhigt, oder was sagt der Verstand? Oh, geistiger Zustand, sehr gering. Okay, das heißt, deshalb ist es so verschwommen. Hallo? Okay, geht nicht auf.
Geht nicht auf. War nicht hier irgendwo ein Moment, wo der Graf sagt, what he escaped, where is he now? Öl! Her damit! Das brauche ich. Das werde ich brauchen. Ich habe einen Bohrer und einen Hammer. Können wir das schaffen? Jo, das können wir. Ich bin mir nie so ganz sicher. Wie ist es eigentlich hier, das Blut? Okay, ich muss irgendwie Sachen lösen, damit es mir besser geht. Nein, 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 du hast nichts gesehen, du hast nichts gesehen, du hast... Du hast nichts gesehen! Du hast nichts gesehen, nichts gehört! Hast auch nichts gerochen! Ich verweile erstmal hier. Das war damals schon meine Strategie gewesen. Aber ich bin mir wirklich auch nicht wieder sicher, ob die Monster hier verschwinden oder ob die einfach im Gebiet bleiben. Weil die rumpatrouillieren. Oh, ein bisschen vergeschwimmen. Ein bisschen vergammeltes Brot, der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Na, das ist schon mal besser als Punkt, 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 oder? Hört mir doch auf. Vielleicht kann ich mal gerade mal über die Sache reden. Warum ist es... Es ist ein Spiel, ja? Mir passiert nicht wirklich was. Warum habe ich einfach so richtig Bammel? Es ist einfach wohl wirklich mehr die Angst einfach vor dem... Die Angst vor dem... Versagen. Dem Angst, Fehler zu machen. Das ist bei mir... schon ziemlich stark hier entwickelt. Hallo? Real 2. Aber hier, das ist ja ein anderes. Das ist ja was anderes. Wenn da halt was passiert, dann muss ich es nochmal machen. Zunderbüchse. Laudanum, Laudanum. Ah. Gib mir her, das gute Scheuch. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Na, das kann ich noch aushalten. Das kann ich weg. Das kann ich abschubbeln. Okay. Ich glaube, da müssen wir durch, aber da brauchen wir die... 7 Zunderbüchsen. 7 magische. Da muss ich doch die Säure machen, oder? Ein robustes Vorhangeschloss im guten Zustand. Nimm die Zunderbüchse. Und jetzt lass nicht das Monster da erscheinen. Okay, ich verstecke mich gerade mal hier. Muss meine Memos lesen. Hä, Entschuldigung, Entschuldigung, Monster, ich habe eine Notiz bekommen. Suche einen anderen Weg um das versperrte Tor. Rundherum gibt es keinen anderen Weg. Alter, ich brauche Öl. Ich muss das Säure machen und die Säure gibt es in der Küche. Wo denn sonst? So viele Zellen. But Mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the Outrider. And tell him to alert the king's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. But... Someone is coming. Hurry, I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine, I promise. Und das war wahrscheinlich dann die Mutter und die Tochter, die wir dann im Lagerraum gehört haben, welche dann... nach und nach dann wieder eingesperrt worden sind. Gefängnis Nordblock. Will ich da schon hin? Ich glaube, ich schaue erstmal hier nochmal nach, was ich alles machen kann. Hallo? Oh, lu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 l. Was erzählst du mir? Was erzählst du mir? Dass der Fette hier kommt? Das war jetzt ein schnelles Ausweichmanöver. Aber darüber bin ich auch froh. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Das hältst du aus, Daniel.
Halt die Klappe, Mickey. Ich werde euch schon nicht den Käse wegschnabulieren, keine Sorge. Wenn ich so weiter mit dem Zinken schaffe, ich nehme nichts mehr zum Essen. Zum Kauen. Gib mir das Öl. Gib mir das Öl. Und die Zunderbüchse. Ich bleibe erstmal da. Ich bleibe erstmal hier. Wie war das gewesen? Ich glaube, das ist bei Custom Stories, dass wenn man stirbt, wenn die Monster despawnt. Die sind dann nicht mal da, aber hier bleiben sie da. Okay, die Musik normalisiert sich. Gefahr erkannt. Abgeschlossen. Das Schloss ist jedoch korrigiert und weist einige Schwachstellen auf. Nimm den Bohrer. Nein, nimm den Hammer. Nimm die hohle Nadel. Nein, okay. Nichts kann verwendet werden. Und noch einen Moment. Where is she? Where did she go? No. Oh, tell. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Ach, der Daniel wollte die Tochter finden, aber wer hat sie dann letztendlich erwischt? Was haben wir denn? Oh, da musste ich nochmal, den Meisel musste ich aufheben, jawohl. War es Daniel selber gewesen? Oder war es vielleicht einer der Wachen? Badabim, badabum, badabam. Und Öl! Ich habe Öl! Gib mir das Öl! Mit einer kleinen Menge, damit werde ich rauskommen. Das Kreuz markiert die Stelle, hä? Ein bisschen Musik. Okay, kann ich da noch was? Es enthält kein Öl mehr. Es ist kein Öl mehr im Fass übrig. Schade. Vielleicht sollte ich die Tür offen lassen, damit ich weiß, ich war hier schon. Das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Idee. Oh, was steht denn da? Ein bisschen Öl für mich? Danke. Hallo? Da hier die Lichter brennen, nehme ich an von hier. Von wo? Von wo? Von wo? Okay, okay, okay. Hier rein. Hier war nämlich das Licht angewiesen. Türe zu und Laterne aus und. Wir warten jetzt nur noch aufs Essen. Und auf unseren Gast Nummer 2. Eiskalte Hände habe ich. Warum ist der Gefängnisabschnitt so viel schlimmer? Hä? Ich überlege da wirklich, ich versuche da gerade psychologisch an die Sache ranzugehen. Wir haben all die Gänge. Von jeder Richtung könnte was kommen. Wir haben keine Fluchtmöglichkeiten. Also, wir sind in diesem Gebiet. Ja? Wir versuchen einen Weg uns durchzubahnen, aber einen Weg zurück gibt es nicht. Wie zum Beispiel im Lagerraum. Okay, die Musik hat wieder aufgehört. Oder steht er jetzt vor der Tür? Hallo? Okay, zünden wir das an. Immer noch 7. Und auf 7 sollen es immer sein. Hä? Bin ich doch... Ich war da doch schon gekommen, aber ich war nur die andere Richtung dann gegangen. Hä? Weil hier sind ja überall die Lichter an. Also ich war hier schon gewesen. Richtig? Okay, dann habe ich alles. Dann gehe ich jetzt da hinten wieder weit.
der Wind, das himmlische Kind. Hier war das Loch gewesen, richtig? Ich denke, ich habe hier alles, was ich brauche. Ab nach Gefängnis. Das Loch ist zu schmal, um hindurchzuschlüpfen. Schabe, Hammer und Meißel. Ah! Es ging vorsichtig über das unbekannte Land und sah über seine Schulter zu zu seinem Kameraden. Der Vorreiter berührte die Krempe seines Hutes wie zum Abschied. Gut. Ab geht's. Wo geht's hier lang? Weiter geht's in das Rasenloch. Ich komme zu spät, ich komme zu spät. Zu meiner eigenen Hinrichtung, hä? Links oder rechts? Ich schaue erstmal, ob hier was zu finden ist. Nein. Wie viel Zeit haben die gehabt, um hier diesen Tunnel zu graben, ist die Frage. Aus dem Weg. Aus dem Weg, Teppich. Also du bist ein fliegender Teppich. Lagerraum. Moment, was sagt meine Liste? Rechte Zelle zum Lager. Okay. Freddy, kommst du? Oh, Freddy. Oh, Freddy. Mir gehen die Zunderbüchsen aus. Und mir geht da doch das Öl aus. Areal 3, okay. Was? Was? Ich kann dir nicht helfen. Da sind zu viele Steine. Tut mir leid. Ich muss weitergehen. Küche, okay, da will ich. Da will ich auch hin, aber muss ich einen Umweg gehen. Lagerraum. Ab in die Zelle, ab in die Zelle, ab in die Zelle, ab in die Zelle. Da ist keiner drin, okay. Und ich lese. 2. August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Müller, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Gute Frage, ob das jetzt halt seine Schuldgefühle sind oder ob der Schatten selber damit zu tun hat, hä? Well, it's for his own good. Redst du jetzt von mir? Und warum höre ich jetzt nochmal deine Stimme im Kopf? Hä? Haben wir eine Verbindung miteinander? Oder redest du über die... Oder ist es jetzt hier in dem... Redet er irgendwie hier telepathisch über seine Diener? Ja? Weil so wie in Amnesia Rebirth, da gab es ja so, es gab dann den... Es gab diese Meister und die haben mit einem besonderen Stein diese Ghouls, diese... Diese Ghouls erschaffen und so hat ja der Alexander auch diese Pseudo-Sammler erschaffen, diese Pseudo-Ghouls. Ja? Und wahrscheinlich kann er vielleicht auch sehen, was die sehen. Ist der jetzt noch da draußen oder nicht? Okay, die Luft scheint irre. Die Luft scheint rein zu sein. Genau, genau. Daran habe ich mich erinnert. Dass nämlich in dieser Zelle, wenn man sich da verstecken würde, dann wäre man... Würde man einem Grunt genau in die Arme laufen. Daran kann ich mich gut erinnern. Früher habe ich ja PewDiePie auf YouTube geschaut. Und in seinem Playthrough, da war genau die Szene, he escaped, where is he now? Und da ist er in diese Zelle reingerannt und dann umgedreht und dann gleich... Bläh. Da war tot gewesen. Hau ab. Ich mag dich nicht. Ich will dich nicht. Geh einfach weg. Find woanders, Freunde. Oh.
Super. Habe ich den jetzt nur aufgeweckt? Verweilt er jetzt in seinem Zimmer? Hat er das gemietet? Oder geht er? Ich höre dich noch atmen. Und du klingst als jetzt einen schweren Fall von Asthma. Da kann ich dir vielleicht was empfehlen. Dampfbäder. Das öffnet hier die Nase. Befeuchtet die Schleimhäute. Ich glaube, der geht nicht weg. Ja, ich habe den nur geweckt, aber der hat nichts gesehen, hat nur was gehört. Der ist also, der ist in Alarmbereitschaft, aber noch nicht alarmiert. Aber wo kann ich hinlaufen? Oder läuft er doch da draußen rum? Vielleicht kann ich den irgendwie ablenken. Moment, ich habe die Idee. Komm, das hat gehört. Komm, komm, fetch, komm, fass. Da steht der. Da steht der und wartet. Kann ich hier einen Stein nehmen und ihn in den Schädel zertrümmern? Ist keine Option. Komm raus. Oh, Backe. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, das war ein Fehler. Wer mit Feuer spielt, der verbrennt sich. Du hast nichts gesehen. Du musst weitergehen. Zumindest ist er jetzt raus. Wenn der jetzt hier nichts mehr sieht, dann denkt er sich hoffentlich, ich gehe woanders hin. Jetzt hör auf, einfach nur da zu stehen und zu atmen. Was ist mit dem Sound? Na, hoffentlich tun jetzt nicht meine Kopfhörer aufgeben. Oh, ich höre nicht mehr. Okay, Musik. Jetzt beruhig dich noch und dann gehe ich auch wieder raus. Schön eingerichtet habt ihr es hier, aber ich muss weiterziehen. So langsam, ich habe mich wohl wieder an die leichte Kopfschmerzen, ich habe mich aber anscheinend an die Dunkelheit gewöhnt, da ich jetzt hier normalen Sound habe und normale Vision. Alles klar. Idiot. Und das war's wär's gewesen für Öl und eine Zunderbüchse. Jawoll, jawoll, jawoll. Haha. Ist das eigentlich da durchgefallen? What the hell? Moment. Wie? Moment mal. Wie kann hier Sonnenlicht durchkommen? Wir sind doch hier paar Meter unter der Erde. Oder? Also wie kann hier Sonnenlicht reinkommen? Kann ich irgendwo noch Licht anmachen? Das hier müsste was sein? Keine Ahnung. Lagerraum. Jawohl! Da wollte ich hin. Zunder, Zunder, Zunderbüchse! Herr damit! Und ein auf ein Glas für die Säure. Weil ja mein Chemietopf, den habe ich in die Luft gejagt. Noch was zu finden hier? Außer tote Mäuse?
Ich glaube, wenn wir jetzt wieder hochgehen, wird da ein Grunt kommen. Glaube ich zumindest. Gut, ich habe Öl, ich habe Laudanum, ich habe Zunderbüchsen, ich habe Mais und ein Glas, ein leerer Glasbehälter. Praktisch. Hallo? Ich wusste es. Versteck dich in der letzten Ecke. Hey, Vicky, hey, zieht fest das Segel an. Ich möchte hier nur weg. Wenn ich das jetzt mit anderen Amnesia-Teilen vergleiche, ja? Ich glaube, das gleiche Gefühl hatte ich in Amnesia Rebirth ebenfalls gehabt, halt mit den Ghouls, weil die, man muss die aber unterscheiden. Diese hier, diese Diener, die sind langsam. Ja? Die sind halt sehr langsam, aber trotzdem, wenn die kommen, die können einen ja mit ein, zwei Schlägen können die einen, glaube ich, töten. Stecke ich hier fest, oder was? Hallo? Ah, danke. Uff, ich dachte schon. Die Ghouls sind halt schnell, aber die töten einen nicht sofort. So, hast dich wieder verzogen. Gut, dann gehe ich hier weiter. Ah nee, da brauche ich auch Säure. Das Tor ist verschlossen und das Schloss ist in einem ausgezeichneten Zustand. Also da brauche ich auch Säure. Ach so, ich kann nicht außen rum gehen, sondern ich muss diesen Weg gehen. Und da brauche ich die Säure. Moment, aber wie komme ich jetzt in die Küche? Das ist eh die Frage. Das ist der Lagerraum. Alles klar. Ist es eigentlich so gewollt, dass diese Starträger aussehen wie Spinnennetze? Ich habe da nämlich was dagegen. Lagerraum, okay, da war ich gewesen. Ich will in die Küche, aber das ist eingesperrt, dann gehe ich hier lang. Da habe ich das Öl gefunden, richtig? Angezündet, ich bin hier vorbei. Ja, ich bin hier doch schon vorbeigelaufen. Also, wo geht's weiter? Von da war ich auch gewesen. Hallo? Nackter Typ! Ich geselle mich mal zu dir und nehme mir dein Öl. Du brauchst ja nicht mehr, oder? Und auch die Zunderbüchse nicht mehr. Eine Schande, sage ich euch. Kann ich hier was machen? Also zumindest hier war ich noch nicht durchgekommen, so wie es aussieht. Ich brauche Öl. Also war ich da doch noch nicht gewesen. Ah, ja. Wie, also der wurde verurteilt, weil er jemanden nicht gerettet hat, der von sich aus in ein brennendes Haus gelaufen ist? Verstehe ich das richtig? Klingt wirklich so danach, dass sie sich einfach hier nur dann irgendwelche... Hallo? Dass sie sich irgendwelche Gründe überlegt haben, um Leute einzusperren. Notiz, zweite Notiz oder... Tagebucheintrag. I feel like I have fled the world and all its worries. Brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man.
He seems well-versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Ja, nämlich für sein Experiment, wofür er nämlich den Orb braucht. Und er weiß, dass wohl der Orb mit uns in Verbindung steht. Ah, also da hat man jetzt was eine Info bekommen wegen den Bediensteten. Es sind recht viele. Also das ist für, es ist nicht nur eine Handvoll, sondern es sind wirklich viele Bedienstete. Aber gut, er hat ja auch viele, viele Leute getötet. Das könnte auch der Punkt sein wegen dem Kreieren, weil in Amnesia Rebirth wusste man, man hat lebenden Leuten eine bestimmte Flüssigkeit zu trinken gegeben und die, das hat sie nach und nach in Ghouls verwandelt. Was ist, wenn der Alexander halt keine lebenden Leute benutzt hat, sondern er hat tote Leute benutzt? Weil wenn man sich die Monster auch anschaut hier in Amnesia The Dark Descent, die sehen sehr entstellt aus. Man würde kaum noch meinen, dass es mal Menschen waren. Die sehen ja sehr zusammengeflickt aus. Und mit dem, was ja auch mit dem Sir William passiert ist und mit seinen Männern, die wurden hier ja die wurden ja hier auseinandergerissen, kann man auch meinen, hey, er hat sie auseinandergenommen und jetzt macht er sie wieder zusammen. Und ich mache jetzt erstmal hier einen Cut. Ich brauche eine kleine Pause. Meine Hände zittern. Ich bin so angespannt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Amnesia The Dark Descent jetzt, nach 10 Jahren, das ist, wann ist das rausgekommen? Ich glaube 2010? Das ist jetzt schon ja dann 13 Jahre her, je nachdem, wann ihr euch das jetzt dann anschaut. Und es hat seine Wirkung nicht verloren. Ich habe allerlei Horrorspiele gespielt, ja? Aber so angespannt wie jetzt war ich schon länger nicht mehr gewesen, ja? Gut, also, nächstes Mal geht's weiter durch das große Gefängnis. Aber das Gute ist, das war jetzt diese eine Notiz mit der komischen Bezeichnung mit At the end of the corridor, head left, cell area 3. Weil es gibt nur drei Notizen. Die letzte ist in der Küche. Und zu der Küche kommen wir noch. Und das wahrscheinlich im nächsten Teil von Amnesia The Dark Descent. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann sage ich hier dran und nicht over. I love to entertain you. Tschüss and goodbye. Thank you.